Die Deutschen müssen wieder lernen, sich klar zu entscheiden. Das ist schwer, aber es gibt einen Ort, wo man das Entscheidungsfällen lernen kann, und das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Supermarkt. Der Supermarkt, ja. Da müssen Sie sich ja innerhalb von Sekunden jeden Tag für ein bestimmtes Produkt entscheiden. Es ist ja unglaublich. Das musst du, nehmen Sie mal als Beispiel jetzt nur, nehmen Sie mal das Schokoladenregal im Supermarkt. Ja, ein gutes Beispiel. Das ist ja unglaublich, was Sie da an Sorten haben. Ich hatte mir mal einen Spaß erlaubt. Ich bin in den Supermarkt meines Misstrauens gegangen und habe mal so eine Art Screenshot gemacht. Ja, ich habe mir mal so rausgeschrieben, was es alles an Sorten gibt. Zartbitter, Vollmilch, Nuss, Straubenuss, Nougat, Mandel, Sahnecreme, Schokokeks, weiße Schokolade, Pfefferminz, Kuhfett, Knusperflakes, Erdnuss, Toffee, Noisette. Sie kennen das ja alle, Sie haben es ja um die Hüften. Und hier, nur falls Sie sich fragen, das ist genau die gleiche Liste, nur für Diabetiker. Und dann ist man verzweifelt, ob dieses riesigen Angebotes im Supermarkt. Und kein Scherz, ich habe schon Frauen gesehen, die standen vorm Schokoladenregal und wimmerten so vor sich hin, hilflos. Ach, Zartbitter ist ja eigentlich nichts für mich, ich bin ja mehr so ein Frühlingstyp. Ja, da wird die Schokolade zum Modeaccessoire. Ja. Schatz, sag mir bitte, was esse ich nur zu meinem Coco Chanel? Kaffee Creme oder Kaffee Arabica? Herbe Sahne, wenn du mich so fragst. Da wird auf einmal die Qual zur Wahl. Denn spätestens auf der Waage wird deutlich, dass die Schokolade nicht zum Kleid gepasst hat. Oder dass sie nicht ins Kleid gepasst hat. Oder noch anders ausgedrückt, meine Damen und Herren, wenn Sie gerne Schokolade essen, müssen Sie darauf achten, dass Ihre Klamotten expansionskompatibel sind. Denn Milka macht Maxi. Und dick wie mit Kind dank Lind. Ja. Ja, man muss jeden mitnehmen, meine Damen und Herren.